Herzlich willkommen in Koblenz. Wir begrüßen Sie, Präsidentin der IHK Koblenz, Frau Susanne Szczesny-Osing, recht herzlich heute zu unserem ersten Interview der Serie Wirtschaft. Ja, Sie sind nun 15 Monate mein Nachfolger. Und was ist denn in dieser Zeit alles so passiert? Was waren so die großen Herausforderungen? Ja, Sie sagen das richtig. Seit Januar letzten Jahres bin ich hier Ihr Nachfolger in der IHK. Dass sich das wie 15 Jahre anfühlt, wusste ich jetzt nicht direkt, dass das gleich bei Ihnen so ankommt. Aber 15 Monate sind es. Insofern kann man über so eine Jahresfrist sprechen. Ja, meine Eindrücke sind sehr unterschiedlich. Einmal die ich im Außen bekomme, natürlich qua des Amtes. Wie wird die IHK Koblenz gesehen? Wie wird dieses Amt bewertet? Wie wird die Region gesehen? Wie schaut man von außen auf die IHK drauf? Und das ist doch mehr erfreulicher, als ich sogar dachte, weil unsere Leistungen sind doch hin und wieder doch nicht so bekannt, wie wir selber denken, die sich mit IHK eben selbst auseinandersetzen. Also da ist noch Luft nach oben, auch nach außen fürs Image, für die IHK was zu tun und die Leistungen präsent zu machen. Und im Inneren muss ich sagen, so ein Präsidentenwechsel führt natürlich auch immer dazu, dass man vielleicht das eine oder andere nochmal neu anschaut. Ich komme aus einem mittelständischen Familienunternehmen, wie Sie wissen, und insofern waren für mich gänzlich die Strukturen neu, an die ich mich gewöhnen musste. Also doch weniger Durchlässigkeit als bei uns, mehr hierarchische Strukturen, die ich kennengelernt habe. Weniger im Haus jetzt, da auch, aber eben auch im Außen, ne, was so einem Amt dann gleich beigemessen wird. Ja. Da spreche ich ja mit dem Fachmann, sage ich. Das ist schon interessant. Und vielleicht so zum Schluss, ich habe gemerkt, die IHK Koblenz ist also ein riesiger Kammerbezirk an Fläche und auch an Unterschiedlichkeit natürlich der verschiedenen Aufgabenstellungen in den Kreisen. Also hochinteressant, aber eben viel zu lernen, weil sehr unterschiedlich und weil sehr reich auch in der Aufgabenstruktur. Naja, ich habe ja noch nicht gehört, dass alles neu gemacht worden ist. Insofern hoffe ich, dass nicht alles umgekrempelt werden muss. Im ganzen Gegenteil. Sie haben ein wohlbestelltes Haus hinterlassen. Da sind wir uns alle hier einig und das wissen wir. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, im Gegenteil, sondern das zu forcieren, wo Sie den Grundstein gelegt haben, Herr Sattler. Also die Regionalität, die Einrichtung der Regionalgeschäftsstellen ist eine sehr weitblickende und sehr wichtige Entscheidung gewesen. Und es geht jetzt eigentlich so, die nächste Stufe der Professionalität in allen Dingen zu erreichen, unter dem Blickwinkel Digitalisierung, was uns Unternehmen ja auch jeden Tag treibt und wo der Ball viel schneller gespielt wird, als sich manche denken. Und das trifft die IHK einmal in der Bedienung ihrer Kunden letztlich oder ihrer Mitgliedsunternehmen, aber das betrifft natürlich auch die internen Strukturen der IHK. Okay. Bleiben wir mal bei dem Thema Region, das was ja mir in meiner Amtszeit sehr wichtig war. Und es wird viel im Moment darüber diskutiert, welche Identität diese Region rund um Koblenz hat oder mit Koblenz und der Region. Und wie positioniert sich da die IHK, weil es ja nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem IHK-Bezirk? Ja, ich glaube, da ist der Ansatz genauso, wie Sie den vorgelebt haben. Also wir machen ja nicht alles neu, überhaupt nicht, sondern wir folgen einer guten Tradition und dem Guten, was angelegt worden ist. Aber zu dem Thema Region hier, das liegt mir besonders am Herzen, das habe ich auch damals in der Antrittsrede gesagt. Für mich war erstaunlich, wie kritisch das Ganze hier oben gesehen wird. Ja? Also wir sind im nördlichen Rheinland-Pfalz gefühlt als Unternehmer in vielen Dingen oft abgehängt. Ich will jetzt nicht sagen, hier läuft es, obwohl wir manche Rahmenbedingungen haben, die nicht alle ideal sind. So bösartig möchte ich es gar nicht ausdrücken. Ja. Aber wir sind hier uns nicht eins. Wir haben ein tolles Gebiet, eine tolle Region und wir zeigen das so wenig. Geht es uns zu gut? Manchmal habe ich das Gefühl, ja, weil das ist Jammern auf hohem Niveau und als ich mich eben im ersten Jahr jetzt so ein bisschen kundig gemacht habe, da hatte ich es doch mit vielen, vielen Befindlichkeitsstörungen zu tun. Also es geht darum, die da in Koblenz, die haben es immer besser gewusst und die sind so hochnäsig und die waren ja früher Regierungsbezirk und die meinen immer noch, sie hätten und dabei müssten die mal zu uns kommen, in die Landkreise. Ja, hätte, davon wird nichts. Irgendwann muss man auch mal neu durch die Tür kommen und das Thema neu anfangen. Und wir würden jetzt gerne auch so einen Köpfewechsel, Sie wissen, wir haben einen neuen OB in Koblenz, manchmal gibt das auch nochmal neuen Schwung. Wir würden es gerne mit der IHK
anfassen, auch vielleicht ein Dach drüber machen und nochmal neu die Gespräche beginnen im Ganzen. Es gibt wahnsinnig viele tolle Einzelinitiativen, ja. Aber die genügen ja nicht. Die sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen ein Dach oben drüber und wir müssen die Initiativen bündeln. Nur dann kann ein Schuh draus werden. Ja, ich denke, dass die Politik einerseits sich zusammenrobben muss und auf der anderen Seite aber auch aus der Wirtschaft heraus einige namhafte Vertreter das mitbegleiten müssen, um dann gemeinsam letztendlich, wie das Beispiel Metropolregion Rhein-Neckar, das ist so ein Idealbeispiel, wo das so passiert ist. Und drücken wir mal die Daumen, dass hier alle Beteiligten für die Region etwas auf den Weg bringen können. Ich glaube schon. Wir haben das Thema ist ja eher unter dem Schlagwort Regiopole jetzt geführt. Und wir spüren bei der IHK und auch draußen in der Wirtschaft, dass eine neue Bereitschaft ist, sich dem Thema einfach zu stellen. Super. Ein anderes Thema, Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt, Digitalisierung. Alle Welt spricht davon und wenn man heute erfolgreich sein will, dann muss man irgendetwas Digitales machen. Wie sind denn die Unternehmen in der Region tatsächlich aufgestellt in diesem Themenbereich? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also wir sind ja klein und mittelständisch geprägt und da gibt es Unternehmen, die sowieso sich mit Technologie beschäftigen, die sind meistens ein bisschen weiter vorne dran, wobei man da sehr stark unterscheiden muss, vorne dran in eigenen Produkten der Digitalisierung und Dienstleistung nach außen zum Kunden oder in der Digitalisierung des eigenen Ladens, ja, also der eigenen Firma nach hinten. Da mag auch noch ein Unterschied sein. Ich glaube, dass da viel Luft nach oben ist. Im Moment wird ja eine ziemliche Welle geschoben, auch an Anschub auch aus Mainz, letztlich mit vielen Hilfestellungen, Kompetenzzentrum 4.0, Mittelstandskompetenzzentrum, die Handwerkskammer macht was. Ja. Wir haben mit HUB einen Zusammenschluss unserer Dienstleistungen, um das gebündelter darzustellen. Ich glaube, die Unternehmen brauchen Hilfe, weil es jeden betreffen wird, viel schneller als wir alle denken. Und wir müssen das gemeinsam forcieren und anschieben. In diesem Themenfeld, da sehen wir ja auch das Thema Onlinehandel, ein viel diskutiertes Thema, weil halt vermeintlich sehr viel Umsatz in die ferne Welt wandert und auch es werden keine Steuern gezahlt, keine Arbeitsplätze geschaffen. Auch da ist ja die IHK neuerdings unterwegs zu dem Thema Regionalhandeln, Onlinehandel in der Region und so weiter. Kann man da was erwarten? Ja, also wir haben Instrumente dafür, wir beteiligen oder wir initiieren die Sache Heimatshoppen, das gehört ganz grundsätzlich dazu, weil das Heil ist ja nicht nur weit weg zu suchen, sondern ich finde es immer toll, dass man auch honoriert und begünstigt, dass wir Unternehmen hier vor Ort haben. Das halten wir als Unternehmen so, das sollten wir als IHK und insgesamt als Unternehmer so halten und daran beteiligen wir uns natürlich auch mit der IHK. Aber wir brauchen ja trotzdem Unterstützung, weil selbst wenn ich keinen eigenen Shop führe, dann kann ich ja durch digital trotzdem auf mich aufmerksam machen. Ich kann sagen, wo ich positioniert bin, wo ich Standorte habe, selbst wenn ich keinen Bestellshop habe und kann eine Menge machen. Und wir wollen es eigentlich wieder zurückholen. Es gibt ja auch Retro-Dinge schon mal, dass die Leute sich zurückbesinnen auf ein Einkaufserlebnis und sowas. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ich hoffe, dass wir die Region befruchten können, indem wir Umsatz hier in der Region halten. Meine persönliche Erfahrung ist, dass also sehr viele Einzelhändler sagen, entweder habe ich einen Laden oder ich mache online. Und ich glaube, immer mehr Kunden werden online kaufen wollen, weil es bequem ist, weil sie die Zeit nicht investieren wollen, weil es viele Produkte gibt. Da weiß man, was man will. Man muss nur noch entscheiden, wo man das kauft. Und dann kann der Postbote oder der Paketdienst das vorbeibringen. Und da drücke ich auch die Daumen, dass es gelingt, auch den Handel hier zu überzeugen, tatsächlich diese Online-Leistungen schlicht und einfach dem Kundenwillen entsprechend anzubieten. Ja. Das ist ein Kundenservice. Und wir müssen, ob ich das gut finde oder nicht, ich komme nicht dran vorbei. Und jammern nützt nichts, sondern man muss sich an dem Thema beteiligen und dann kann man auch die Nase vorn haben. Und wenn ich es nicht tue, verzichte ich auf Umsatz, ganz einfach. Verzichte ich nicht nur auf Umsatz, sondern stelle unter Umständen meine Existenz in Frage. Zur Existenz eines Unternehmens, damit kommen wir jetzt zur letzten Frage, gehören auch die guten Mitarbeiter. Und überall wird von Fachkräftemangel gesprochen. Wie sind wir denn hier in der Region tatsächlich aufgestellt zu dem Thema Auszubildende, Ausbildungswillige, aber auch generell Fachkräfte? Ja, also da gibt es natürlich statistische Zahlen, wie Sie wissen, die sind immer so gut wie die Zahlen, die gemeldet werden.
Trotzdem wissen wir als IHK natürlich, was wir für Ausbildungsverhältnisse ausgeben. Wir sind im Trend geblieben, also wir halten unsere Ausbildungszahlen mit Ausbildungsverhältnissen stabil, obwohl es weniger Schulabgänger gibt, sage ich mal. Aber das ist trotzdem im Gleitflug nach unten, weil es insgesamt weniger Menschen gibt, die zur Verfügung stehen. Wir sind da mit, ich glaube, 5.500 Ausbildungsverhältnissen in 2017 Marktführer, kann man so sagen, vor der Handwerkskammer, die dann mit einem Drittel ungefähr da liegt. Und ich denke, dass das ein wesentliches Thema schon ständig ist und für die Zukunft noch viel mehr. Und dass man da nochmal aufrütteln muss und dass wir sehen werden, und das schließt sich der Kreis zu Ihrer Anfangsfrage zur Region, wenn wir unsere Region nicht attraktiv machen und populär und nach außen zeigen und auch uns als Unternehmen zeigen, dann wird sich dieser Spagat noch viel weiter öffnen, weil wer soll denn hier einpendeln, sage ich mal, wenn uns jetzt schon die Fachkräfte fehlen? Ja. Dazu gehört ja auch Wohnen und alles. Und genau dafür wäre es, glaube ich, notwendig, dass sich die Region zusammensetzt und wirklich Lösungen findet, sodass die Leute aus der Ferne auch in unsere Region kommen, nicht nur zum Urlaub machen, sondern zum Arbeiten. Denn das wird sicherlich notwendig sein. Fachkräfte herholen, halten und eigentlich unter der regionalen Diskussion sind alle die Themen eigentlich zu bearbeiten. Ne? Ob ich Digitalisierung, Infrastruktur, Fachkräfte, berufliche Bildung, Attraktivität der Region hat mit den ganzen Themen zu tun. Also viel zu tun. Genau. 15 Jahre, mein Versprecher von Anfang wird ja nicht möglich sein, weil wir haben ja die Zeit. Wenn wir die Satzung ändern, dann haben wir das. Jetzt haben wir es auf 10 Jahre begrenzt und insofern wünsche ich für die weiteren 9 Jahre dann noch ganz, ganz viel Erfolg. Die möglichen, erstmal die möglichen Jahre muss man noch, So, also ich wünsche viel Spaß bei der Arbeit und wirklich eine gute IHK, die für Ihre Mitglieder da ist und dann funktioniert es auch in der Wirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Sattler. Vielen Dank.